Herzlich willkommen bei Image Campus, dem Format, mit dem ihr als Fans der Bilderwelten heute voll auf eure Kosten kommt. Wir haben nämlich den Zürcher Fotografen zu Gast, Alberto Venzago, und den Fotografiekenner der Schweiz, Kaspar Fleischmann. Aber ich kann euch auch versprechen, für den Nachwuchs ist gesorgt. Wir stellen euch Seya vor, einen 16-jährigen Fotografen. Und damit ihr auch immer mit dem neuesten Material arbeiten könnt, stellen wir euch auch immer wieder Spezielles vor auf dem Markt. Heute wird euch sicherlich die neue Kamera von Canon begeistern oder auch eine maßgeschneiderte Versicherung für euer Fotoequipment. Ja, meinen Gästen würde ich gerne heute die Frage stellen oder mit ihnen diskutieren, was macht ein interessantes Foto aus und wie entsteht es? Und das erfahre ich gleich vom Künstler persönlich. Herzlich willkommen, Alberto Venzago. Schön, dass du hier bist. Alberto, du hast eigentlich angefangen als Quereinsteiger, relativ spät, mit 26, und hast dich der Reportagefotografie gewidmet. Was war da dein innerer Antrieb? Warum hast du angefangen zu fotografieren? Also ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Bruder ist Dirigent, mein Vater war Musiker. Und da war es klar, macht man ein Konservatorium und studiert das. Ja. Und dann hatte ich einen Unfall, zum Glück, Motorrad, und konnte nicht mehr weiterspielen. Dann kam die Zeit Militär, wollte ich nicht, damals um die 70er Jahre, Ende 60er Jahre Peace, dann musste ich auswandern oder in den Knast. Ja. Bin ich nach Australien ausgewandert, dort 2 Jahre hängen geblieben bei den Aborigines. Und so wurde ich eigentlich ein Berufshippie. Ja, also die Haare wurden immer länger und die Schweiz wurde immer weiter weggerückt. Ja. Kam dann mit 26 in die Schweiz zurück, alles klein, alles unglaublich, ja, und habe gedacht, ich muss irgendwas tun. Mhm. Also schreibe ich. Ich schreibe über das, was ich erlebt habe. Und dann haben die Magazine gesagt, wie heute, mach doch noch ein Bild dazu, das ist billiger, kannst ja beides. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und fotografieren, und so hatte ich dann einfach sehr viel Glück, dass ich sehr schnell Karriere machen konnte. Also habe ich das richtig verstanden? Als du zurückgekommen bist in die Schweiz, wolltest du die Schweiz ein bisschen verändern mit deiner Arbeit? Noch nicht. Ich musste mich zuerst wieder zurechtfinden. Vom Hippie-Leben mit Drogen und all. Ich weiß nur noch wenig davon, zum Glück. Mhm. In diese Bünzli-Schweiz zurückzukommen, war eigentlich schon hart. Ja? Und da habe ich gedacht, also ich mache die Flucht in meine eigene Welt von Fotografie. Mhm. Und habe angefangen, dann Geschichten zu erzählen. Ich bin ein Geschichtenerzähler, also ich mache ja heute Filme und fotografiere. Das heißt, ich möchte Leute ankicken mit interessanten, spannenden Geschichten. Mhm. Und gerade bei der Reportagefotografie, was waren da deine spannenden Geschichten, beziehungsweise wann war dein Foto gut für dich? Also ich habe diese Arroganz, ich denke einfach, was mich interessiert, soll auch die anderen interessieren. Mhm. Und dementsprechend habe ich nur Geschichten gemacht, die mich wirklich fasziniert haben. Mhm. Und habe gemerkt, ich kann nicht schnell rausrennen und einfach schnell ein Bild schießen, das ist keine Geschichte, sondern ich muss mich zuerst mit dem Gegenüber auseinandersetzen und herausfinden, wer ist das und warum machen die das und so. Mhm. Und die Schweiz war an sich spannend, weil du kannst aufs Fahrrad oder sonst wohin, bist schnell bei Leuten. Aber mich hat natürlich dann schon die Welt gereizt. Ja. Mhm. Und ich habe dann gedacht, ich gehe einfach mal weiter weg. Ja. Schauen wir uns doch das in deinen Bildern an. Ein Thema, das dich interessiert hat, war die Mafia. Wir sehen es schon im Screen. Ich zeige einmal eine Auswahl, eine kleine Serie von deinen Bildern. Warum hat dich dieses Thema interessiert? Also das Böse und das Dunkle ist ja eigentlich schon spannender als die Miss Schweiz. Und mich haben diese Gestalten in Japan fasziniert. Ich habe damals für Time und für Newsweek gearbeitet und sehe immer diese Typen in diesen schwarzen Mercedes mit Uniformen. Also die sahen aus wie die Gangster in den 50er Jahren in Amerika. Und das hat mich fasziniert. Ich hatte dann eine Übersetzerin und ging 1 Jahr, bis ich einen Kontakt hatte, bis ich überhaupt mal fotografieren konnte. Also das heißt, damit sie dich überhaupt reingelassen haben? Genau, weil die wollten wissen, wer bist du, und die, ich musste denen auch zeigen, dass es nicht ein Scoop ist, der mich interessiert, also die Sensation, sondern ich wollte wissen, was das ist. Und ich bin ein Hardcore-Katholik, bin katholisch aufgewachsen, meine Mutter jüdisch, das war schon zu Hause ein bisschen spannend, aber es geht um Rituale. Und in der Kirche haben mich die Rituale beschäftigt und bei diesen Mafia natürlich auch. Also wie funktioniert das? Und am Anfang war ich wie ein Hund an der Leine, ich bin einfach mitgewatschelt. Dann musste ich in die Schule, musste Japanisch lernen, und so kam ich mehr und mehr in diese Welt rein, und am Schluss konnte ich eigentlich überall dabei sein. Und du bist auch bekannt dafür, dass du eben ein unscheinbarer Fotograf bist und so diese intimen Fotos machen kannst, weil sie dich irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen. Ein weiteres sehr heikles Thema ist die Kinderpornografie. Also, wenn du in Asien bist, ist natürlich klar, du siehst immer diese Freier, die mit diesen Kindern in die Hotelzimmer verschwinden und so. Und habe ich gedacht, ich mache etwas. Und zu der Zeit war ich ja auch noch oft in Kriegen als Fotograf und habe gedacht, mit diesen Kindern, ich muss so ein Bild bringen, das die Welt verändert. Ja? Mhm. Ich war wirklich überzeugt, ein Bild can change the world. Ja? Mhm. Und habe mich dann angefreundet, bin 2 Jahre in Manila auf den Philippinen mit einer Gang zusammengeblieben und konnte mit denen mit in die Hotelzimmer und alles und habe dann mit Life, das war damals die große amerikanische Zeitschrift, abgemacht, dass ich ein Portfolio bringe und dass die das publizieren. Und ich weiß noch, als ich da war und diese Bilder ausgebreitet haben, diese Schwarz-Weiß-Prints, dann sind die fast ausgerastet. Da haben wir gesagt, das ist ja Pornografie, das kann man nicht zeigen. Sage ich, ja, das ist Pornografie. Diese 8-jährigen, 7-jährigen nackten Kinder mit diesen Gesichtern von 50-Jährigen, das ist die Pornografie. Ja. Haben es nicht gedruckt oder haben gesagt, wir das Bild und das können wir drucken, aber die nicht. Dann sage ich, dann mache ich das Bild nicht. Dann mache ich diesen Deal nicht, weil die Geschichte läuft nur, wenn alles gezeigt wird. Bin zu Stern und Stern hat gleich 20 oder 25 Seiten gemacht. Und das erste Mal, dass in meinem Leben wirklich was passiert ist, nämlich im Deutschen Bundestag wurde das Gesetz geändert. Aufgrund dieser Reportage kam diese Diskussion an. Das heißt, diese Kinderficker, die konnten jetzt in ihrem Ursprungsland, Herkunftsland bestraft werden. Ja. Und das ist das erste Mal, wo die Fotografie auch einen Impact hatte, dass tatsächlich etwas passiert ist. Kurz auf die Delusionisierung, dass eben deine Fotografie nicht überall etwas bewirken kann und dann, Gott sei Dank, hat sie es doch noch geschafft. Genau, also all diese Kriege im Irak, Iran, Beirut, ich habe immer die furchtbarsten Bilder gebracht. Ja, also tote, verstümmelte Kinder wurde nie gedruckt. Ja. Und ich habe gesagt, das ist das Bild, dann schmeißen die Leute die Waffen weg. Ja. Also das wird was verändern, aber die wurden nicht mal gedruckt. Und du hast eigentlich ein Imagist machen wollen, aber hast herausgefunden, es ist just ein Image. Ja. Hast aber dafür den Kappa Award gewonnen, also den Oscar eigentlich der Reportagefotografie. Also für dich und für deine Karriere hat es sich auf jeden Fall gelohnt und wir freuen uns natürlich, dass es teilweise auch tatsächlich etwas bewirkt hat. Beim nächsten Thema hast du dich für Voodoo interessiert. Ich zeige einmal eine Auswahl der Bilder. Warum Voodoo und was hast du erfahren? Also ich wollte einfach mal ganz gemächlich mit einer Vespa durch Afrika fahren, alle Länder durchqueren, aber das ist die dümmste Idee, die es gibt, mit diesen kleinen Rädern auf Sandpisten, also du fährst die ganze Zeit auf die Schnauze, war mit einer Freundin zusammen und wirklich den größten Unfall hatten wir vor einem Voodoo-Kloster und ich hatte keine Ahnung, was Voodoo ist. Das erste Bild war ein Tag, bevor ich überhaupt in diese Welt eingetaucht bin. Das erste Bild? Das hier, ja. Das am Strand in Benin, Cotonou, oh, das hat mich einfach fasziniert. Diese schwarzen Typen sahen eh schon spannend aus und dieses kaputte Leben, das hier aus der Kolonialzeit noch steht, das war faszinierend. Und dann wieder diese Rituale, dieses Dunkle, dieses Böse, in dieses Voodoo eintauchen. Und auch da musste ich 6 Monate warten, bis ich mein erstes Bild machen konnte. Und unterdessen kenne ich die Leute über 30 Jahre und sind mir ans Herz gewachsen und ich gehe immer noch runter und werde ab und zu verhext oder kann sagen, wenn ich verhext haben möchte. Sehr praktisch, sehr praktisch. Ich hoffe, ich bin heute anständig, dass es mich nicht trifft. Sprechen wir über deine Techniken, um auf dem sicheren Bereich zu sein. Du hast auch hier bei dem Thema Voodoo eine andere Technik noch entwickelt. Und zwar hast du begonnen, dann Videos auch zu machen und hast für dich entdeckt, dass man aus den Videos Stills herausnehmen kann. Also eigentlich kann ich mit allem fotografieren. Auch eine Schuhschachtel mit einem Loch vorne geht auch. Ja? Mhm. Du musst ja nur ein Bild im Kopf haben und versuchen, das konkret irgendwie auf ein Papier zu bannen. Aber hier hat mich fasziniert, weil ich habe damals noch analog gedreht. Also musste man das Material irgendwie aufbereiten. Und das sind Filmstills, also das sind eigentlich Bilder aus dem Film. Das heißt, ich bin viel exakter, als ich beim Fotografieren bin. Cartier-Bresson, the decisive moment, ja, also dieser entscheidende Augenblick, im richtigen Moment abzudrücken, verpasst du meistens, bist entweder zu früh oder zu spät oder die Wolke stimmt nicht, das Licht funktioniert nicht. Und hier kannst du natürlich dann 24 Bilder durchsehen und dann sagen, stopp, das ist mein Bild, das funktioniert. Das hat mich sehr fasziniert. Ja. Sehr schön. Da gibt es noch eine zweite Variante davon. Dann kam aber der Moment in deinem Leben, wo du von diesem Bilder bekommen aus der Natur dann zum Bildermachen gewechselt hast. Du hast vermehrt inszenierte Fotografie gemacht. Zum Beispiel Landschaftsbilder. Ich kann hier Folgendes als erstes zeigen. Wie kam es dazu? Also ich habe ja 40 Jahre lang fotografiert und bin an die großartigsten Locations gefahren und habe immer Leute vor diese Location gesetzt oder hingestellt, ja? Das hat, weil mich die Leute interessiert haben. Und dann war ich für Greenpeace, habe ich einen Film gemacht über die japanischen Walfänger, war 3 Monate auf dem Eisbrecher in der Antarktis und da stehst du leicht bekifft auf diesem Eisbrecher und schaust in diese grandiose Landschaft und siehst diese Eisberge langsam vorbeigleiten, alles im Dunkeln. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Hammer. Da hatte ich eine Kamera dabei, Hasselblad, und habe dann angefangen, das zu fotografieren. Es hat mir dann nicht gereicht, einfach nur das Bild 1:1 zu fotografieren, sondern ein bisschen dann noch daran zu arbeiten. Bis hin zu richtigen Montagen. Wir sehen hier zum Beispiel eine deiner Montagen. Also das ist nachts fotografiert und das sind 550 Fotos, die übereinander gelegt wurden. Das fand ich dann schon faszinierend. Es hat mich dann nicht gereicht, einfach nur ein Bild zu machen, sondern aus dem heraus habe ich gedacht, es ist spannender, wieder meine eigene Welt, also von diesem Picture-Taking in ein Picture-Making, also ein Herstellen von einem Bild. Auch das sind über 500 Fotos, die nachts in einem Nationalpark bei Regen gemacht wurden. Also jedes Farmblatt ist einzeln fotografiert und dann im Computer zusammengesetzt. Wow. Und das ist dein eigener persönlicher Wald? Dein Traum. Ich liebe, weißt du, du hast hinten Bewegung, also das Bewegungsunschärfe und dann eingeblisst, also das kannst du ja mit einem Bild gar nicht fotografieren, also, aber ich benutze dann all diese Techniken und mich fasziniert. Also wenn du die groß siehst, dann stehst du wirklich wie in einem Märchenwald drin. Ja? Dein Leben hat verschiedene Wendungen genommen, dann kam auch eine spezielle, es kam nämlich eine Muse in dein Leben und auch sie hat deine Fotografie maßgeblich verändert. Inwiefern? Also Frauen sind ja ein Motor im Leben, ja? Also bei uns Männern meistens. Und du triffst eine neue Frau, die irgendwas Neues hat und so. Und ich habe das Glück gehabt, eine durchgeknallte Russin kennenzulernen, die sowas anders tickt als Frauen hier. Und das hat mich natürlich fasziniert, ja, diese exotische Welt. Ja? Und mit ihr zusammen, wir nennen uns auch One, weil wir nur noch eins sind, kreieren wir zusammen Märchenbilder, Fantasy-Geschichten. Und da wir zu zweit sind, können wir alles machen. Ja? Also ich kann noch mehr davon zeigen. Das ist alles inszeniert bis aufs letzte Detail. Du musst die Location haben, du musst den Hund haben, alles positionieren. Hier zeigt das auch ihren Charakter vielleicht ein bisschen mit der Waffe? Oder? Also ich muss sagen, das sind alles Bilder, die man noch zeigen darf. Normalerweise sind die Bilder alle 18 plus. Also ein bisschen anders, ja, aber ja. Ja, und hier, das erinnert mich ein bisschen an Marlboro. Marlboro, natürlich. Genau. Also wir arbeiten natürlich auch mit Plattitüden und so, nehmen das, weil die halt wirklich einen Wert haben. Also jeder kennt den Marlboro Man und wenn du mit einer Frau unterwegs bist, gibt es halt die Marlboro Woman und mit ihren Chaps und dem Po hinten sieht sie halt dann ein bisschen anders aus. Aber es ist auch in Arizona, Utah, im Monument Valley, dort fotografiert und so. Und alles immer mit der Julia. Und es ist immer die gleiche Frau, die hat lange, kurze, blonde, dunkle Haare, also alles, und wechselt in diesen Charakter rein. Und wenn wir zum Beispiel Geschichten erarbeiten wie das hier, das ist eigentlich die Geschichte der Jägerin, die zur Gejagten wird, also diese Umkehrung, Doppelumkehrung, wird das richtig fotografiert. Also das ist im Murrtal an einem Wasserfall tatsächlich bei Vollmond fotografiert, mit Studio, großen 4K-Scheinwerfern, Studiolicht. Wir mussten, kann ich jetzt hier sagen, wir sind ja unter uns, wieder umbringen lassen, damit der tatsächlich dann auf dem Bild ist. Der Kopf ab und Julia hält diesen Kopf und das Tier blutet runter, also musst mit Assistenten dieses Tier hochbringen, dann befestigen, dann die Wolfshunde kommen aus der Tschechei, die mussten wir mit diesen Hundeleuten nachbringen, also am Schluss hast du 20 Leute an einem Set. Und dann wieder diesen Decisive Moment herzustellen. Also es ist alles so fotografiert, alles also, hat so stattgefunden. Ja. Meiner Meinung nach wäre es auch ohne das Töten eines Tiers gegangen. Ah, Wimp. Ich bin langweilig und nicht deine Muse, offensichtlich. Gut, wir hatten nachher einen Metzger und das Tier war schon älter und so, also ja, um dein leitendes Herz ein bisschen zu... Aber für dich war es das perfekte Bild. Dieses sieht auch aus wie gezeichnet, wie am Computer gestaltet eigentlich. Ja, nein, das ist auch, wir gehen natürlich oft in Hotels und übernachten und dann siehst du so ein unglaubliches Hotel wie dieses Imperial in Wien. Und dann haben wir diesen Aufgang gesehen, der zu den Zimmern hochgeht und sagen, das ist eine super Location, ja? Aber du kannst jetzt nicht fragen und sagen, wir würden gerne hier ein Bild machen, wo sie noch nackt ist, dann kostet es viel Geld oder es geht nicht und so weiter. Also machen wir das heimlich, also nachts um 2 checken wir, dass niemand mehr im Treppenhaus ist. Hasselblad, Studiolicht, stellen alles auf und Julia geht in Position, spannend ist ja diese Statue hinten, wie sie liegt und so, also alles. Und nach einer Stunde klopft es mir auf die Schulter und dann ist der Nachtwächter da und sagt, was machen Sie denn? Ja, das würde einen interessieren. Aber lachte, ja, weil die haben eine Stunde auf der Videoanlage uns zugeguckt. Also, ja. Und er hat es erlaubt. Manchmal hast du Glück, manchmal wirst du rausgekickt und so. Und wir haben auch, es ist auch spannend, ja. Und wenn du eine nackte Frau dabei hast und einen Mann, dann ist die Situation meistens schnell entschärft. Ja. Also, dass du Freude hast an deinen Bildern, das haben wir eindeutig gemerkt. Dass du sie gut findest, davon gehe ich aus. Aber wir haben ja heute noch einen zweiten Gast, der ganz objektiv das beurteilen kann, warum deine Bilder gut sind. Und deswegen würde ich ganz gerne unseren nächsten Gast begrüßen. Mit einem herzlichen Applaus. Willkommen, Kaspar Fleischmann. Also Kaspar ist schon mal begeistert von dir und von deinem Auftritt und hoffentlich auch von der Fotografie. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Kaspar, um dich noch kurz vorzustellen, du bist ein international renommierter Experte, Sammler und Galerist der ersten Stunde, vor allem auf dem Gebiet der Fotografie. Du hast eigentlich mit deiner ehemaligen legendären Galerie Stockereck die Fotografie einem großen Publikum bekannt gemacht oder näher gebracht. Du hast auch schon dich im Studium mit der Fotografie beschäftigt und nun jetzt auch den Ehrendoktortitel von der Universität Zürich erhalten für dein Lebenswerk. Aber nicht nur die Universität Zürich, sondern auch das Kunsthaus Zürich und das Fotomuseum Winterthur verdanken dir sehr viel, weil du nämlich großzügige Sammlungen oder spendieren konntest oder ermöglichen konntest. Also ich habe wirklich bewiesen, du bist ein Experte. Also, jetzt nimmt es uns Wunder. Warum ist die Fotografie von Alberto tatsächlich gut? Ja, sie ist tatsächlich gut. Man merkt bei Alberto, weißt du, es gibt einen schönen Satz, beginnen wir mit dem. Each eye forms its own beauty. Also jedes Auge schafft seine eigene Schönheit. Da gehört die Geschichte dazu, seine Geschichte dazu, da gehört die Ethik dazu, die Moral, die man hat dazu, die Beurteilung von Umständen und so weiter. Das gehört alles dazu, wenn man das umsetzen will ins Bild, nicht? Und bei Alberto merkt man natürlich, dass er ein unglaublich gutes Auge hat und ein großes Interesse hat, eine riesige Neugier hat. Großen Mut. Und alles, was er macht, ist authentisch, authentisch. Und jetzt kommt der springende Punkt. Bei jedem guten Künstler gilt der Satz, Druck sucht Ausdruck. Und das macht er konsequent. Bist du einverstanden? Absolut. Ja, ja. Ja. Und deshalb ist sein Werk sehr gut. Egal, was er angeht, er macht es konsequent mit einer unglaublich guten Bildkomposition, Gefühl fürs Bild, dass es sitzt. Er ist gut im Herüberbringen, was er effektiv dem Betrachter zeigen will. Um das geht es ja beim Künstler, dass das ankommt. Du hast ein eigenes Modell entwickelt, wie du Fotografie beurteilen kannst. Ja. Kannst du uns da dein Geheimnis sagen? Ich habe ja die Klasse, ich war ja begeistert von der sogenannten klassischen Fotografie. Ich habe auch diesen Ausdruck kreiert, weil damals, als ich begonnen habe mit der Fotografie als Kunstwerk zu propagieren, hat kein Mensch die Fotografie seriös genommen. Also an die Wand zu hängen als ein Werk. Das wurde ich gerade ausgelacht. Also musste ich ein bisschen überlegen, was sind denn die Parameter, anhand deren ich jemandem erklären kann, warum eine Fotografie etwas Sammelwertes, Sehenswertes, Wertvolles sein kann. Und dazu, weil ich so viele Vorträge halten musste in der Galerie und verschiedenen Künstlern vorstellen, die Klassiker, die noch nie gezeigt wurden in Europa, habe ich dann mit der Zeit ein Grid, ein Schema entwickelt, aufgrund deren ich eine Fotografie erklären konnte, dass die Leute das auch sehen oder verstehen. Weil bei einer guten Fotografie macht es bei jedem, der sie anschaut, macht's plötzlich so Klick. Wow, die sitzt. Aber ich frage, warum sitzt sie? Keine Ahnung. Ja. Können Sie es nicht erklären. Und dort ist der springende Punkt. Und du hast uns auch eine Auswahl an Bildern mitgebracht, die genau das auch zeigen. Genau. Und, oder möchtest du auf das Grid noch speziell eingehen oder anhand der Nein, ich kann anhand von den Bildern. Also das Grid im Speziellen ist ganz einfach, oder? Das Trügerische an der Fotografie ist, oder der schwierige Punkt zu überwinden für Laien, ist, dass die Fotografie hat mit Sehen zu tun, okay? Ja. Also dasselbe Medium, wie du schaust, ist auch die Fotografie, hat mit Sehen zu tun. Genau. Jetzt kannst du entweder schauen oder sehen. Wenn du schaust, dann siehst du das Image, einfach das Bild. Wenn du siehst, dann siehst du aber viel tiefer hinein die Hintergründe des Bildes. Warum funktioniert das Ganze? Was ist das für eine Komposition? Warum sitzt das? Da musst du sehen. Das ist der Unterschied. Und wie lange dauert Sehen mindestens? Ja, wenn ich dir jetzt die Parameter erkläre, dann schaust du das sofort anders an. Also bleiben wir mal bei dem Bild, okay? Das ist ein Kertesz. Ein Stillleben von Kertesz. Kertesz war wahrscheinlich der wichtigste ungarische Künstler des frühen 20. Jahrhunderts. Und alle meine Künstler haben sich mit künstlerischer Fotografie befasst. Das Wort künstlerische Fotografie, habe ich eingangs erzählt, habe ich kreiert, weil ich zeigen wollte, dass Fotografie damals als Form der Schönheit, der Ausgewogenheit, der Harmonie, der Resonanz, der Gefühle und so weiter, dieser Aspekte zum Tragen kam, oder? Also etwas wie in der Malerei oder in der Musik oder in der Literatur und so weiter. Diese Aspekte waren im Vorgang, nicht das Dokument oder die Reportage oder Zeitgeist und so Zeug, sondern wirklich nur das Künstlerische daran. Also Kunst nicht gemacht. Und Kertesz hat zum Beispiel auch künstlerische Stillleben gemacht. Okay? Ja. Jetzt, wenn wir schauen, die Themen sind ja ganz einfach, eine Pfeife und zwei Brillen und ein Tisch. Ja. Aber jetzt, wenn 100 Menschen mit dieser Anordnung arbeiten würden, dann hättest du 100 verschiedene Resultate. Mit der genau selben Anordnung. Weil es gibt 100 verschiedene Sichtweisen. Jetzt, wenn du aber gewisse Parameter kennst, was ein Bild zum Ticken bringt, dann weißt du, es sind sogenannte Polaritäten. Jetzt hört er ganz genau zu. Ja, ja. Er hat es im Blut, aber weißt du, für Leute, die es noch nie gehört haben, die schauen das Bild nachher anders an. Jetzt schauen sie es einfach an und sagen, ja, es ist eine Pfeife in einem Ding und mit zwei Brillen auf dem Tisch, okay? Gefällt dir oder gefällt dir nicht? So, jetzt schauen wir es mal genauer an. Parameter sind oben, unten, hinten, vorn, hell, dunkel, rund, eckig, Linie, Punkt, Fläche, Streifen und so weiter. Da gibt es hunderte von Parametern, die sind immer oppositär. Darum nenne ich sie Polaritäten. Jetzt, je mehr ein Bild von Polaritäten lebt, desto besser wirkt es auf dich ein, desto besser bringt es hinüber, was es eigentlich sagen will. Und jetzt musst du die Komposition eben so anordnen, dass die Polaritäten hintergründig spielen. Also du hast hier beispielsweise den Kreis, das ist die Schale. Und du hast den Tisch, der ist eckig. Also müssen wir diesen Dialog hervorheben. Okay? Das ist hier brillant gemacht, wie du siehst. Okay? Dann hast du hell und dunkel. Also der Topf ist dunkel, der Tisch ist hell und der Hintergrund ist wieder dunkel. Also hast du den Dialog auch wieder hergestellt, oder? Auf sehr intelligente Art und Weise. Und auch das Runde ist bei den Brillen. Dann hast du die Linie der Pfeife und die unglaublichen runden und abgewinkelten Träger der Brillen, die sind nicht zufällig so hingelegt, sondern die sind so hingelegt, dass das eine Dynamik gibt zwischen diesen drei Elementen und die haben eine grafische Dynamik auch, nicht? Mhm. Im Raum. Mhm. Und wenn du das alles mal genauer anschaust, dann merkst du plötzlich, wow, das ist wahnsinnig, wie das wirkt. Das sitzt, oder? Das sitzt. Wirken tun aber vielfach auch Menschen. Man fotografiert oft Models oder echte Menschen. Schauen wir uns hier dazu einige Beispiele an. Das ist das erste dieser Serie, das ich gerne mit dir besprechen würde. Das zweite. Ja. Genau. Auch dieses gehört dazu. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel. Das ist Dorothea Lange. Die hat die Depression fotografiert in den Vereinigten Staaten. Ja. Wo Hunger herrschte und Armut herrschte und Hoffnungslosigkeit, totale Hoffnungslosigkeit. Und es ist bei Menschen immer schwierig, dass man das Bild so inszenieren kann, dass es a. echt ist, es ist ein Dokument, ein Zeitdokument, ein kunstgeschichtliches Zeitdokument, und b. dass die Gefühle, dass die Tragweite der Gefühle, die die Menschen eigentlich so erdrückt, auch zum Tragen kommen, auch sichtbar, spürbar werden, also erfühlbar werden, erlebbar werden. Und das ist bei Dorothea Lange extrem gut. Das ist, das Bild heißt, wie heißt es, Mother, Dorothea Lange, etwas mit Mother. Verzweifelt wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht mehr. Aber du siehst, Migrant Mother. Ja, Migrant Mother, genau. Du siehst, sie ist verzweifelt, oder? Sie hat zwei Kinder, sie weiß nicht, wie sie durchbringt. Mhm. Die Kinder suchen Schutz und ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Hilflosigkeit ist wirklich spürbar. Das ist so ein super Bild. Auch auf dem Bild, obwohl man zum Beispiel, eigentlich gar nicht sofort auf den ersten Blick sieht, diesen Menschen. Das Bild ist jetzt auch wieder von der Polarität her extrem intelligent aufgebaut, weil das Dreieck, die Dreiecke oben mit dem Dach, die bilden natürlich eine Trilogie. Oben zwei Dreiecke und darunter das große Dreieck. Aha, ja. Das siehst du erst, wenn ich dir sage. Ja. Aber im Unterbewusstsein, dein Gefühl sagt, ah, etwas stimmt, etwas stimmt da. Und oben hell und unten der Boden schwarz, also dunkel, das trägt, oder? Das ist schon mal eingeordnet, das ist klar. Dann hast du die horizontalen Linien und hast das Quartat, das Viereck mit den Balken, das Gegenteil, und hast dann die Türe und die Vertiefung. Das sind alles grafische Dialoge. Die sind wunderbar, kommen die zum Tragen. Obwohl sie eigentlich das menschliche Elend thematisieren möchte. Also genau, also das menschliche Elend ist, dass da an einer Person liegt. Genau. Und die ist so eingebettet in ihrem Tuch, dass noch die Diagonalität zeigt, oder das Quere. Also sie ist nicht harmonisch drin, sondern quer drin. Das ist wunderbar, in Translation praktisch. Also wieder aufgenommen. Das ist eine Aufnahme, die auch wieder zeigt, auf sehr feinfühlige Art und Weise, wie elendlich das war. Aber es ist grafisch oder fotografisch hervorragend. Also klassisch gesehen. Wechseln wir vielleicht vom Elend mehr zu diesem Bild. Das geht jetzt in Richtung von Alberto. Es gab auch in der klassischen Fotografie Fotografen, die haben inszeniert, oder? Und einer der größten Inszenatoren, vor allem mit Nude Bodies, mit Women, war Tritikol, ein Tscheche. Und Tritikol war ein Meister der Inszenierung. Er hat ein Studio gehabt, wo nur für Inszenierung mit Frauenkörper gemacht hat. Und da hat er mit sehr vielen verschiedenen Elementen gearbeitet, die er teilweise auch selber hergestellt hat. Also diese Dreiecke, die hat er selber ausgeschnitten und kreiert. Er hat aber immer fertig gemacht, dass er den Frauenkörper in seiner Ästhetik und im Respekt zum Körper und zur Schönheit dargestellt hat. Nie obszön oder irgendwie anmächtig oder so, sondern immer wirklich, die Frau war auf dem Thron, nicht? Aber er hat auch eine Spannung hinkriegen wollen. Er wollte zeigen, wie spannend der Körper, das Musische sein kann. Und um das zu zeigen, hat er das Gegenteil kreiert, also die Polarität kreiert, oder? Also beispielsweise hier der Körper, das jetzt ist ein bisschen vergrößert, das Bild, das stimmt, ist im Hintergrund platziert, diskret. Sie hat noch diese Stellung gemacht, diese mit den Armen. Jetzt diese Bewegung der Armen sind aufgenommen im Ausschnitt dieser Triangles, wie du siehst. Also sie macht einen Siehst du, der rechte, ihr linker Arm ist die rechte Seite des Dreiecks und ihr linker Arm ist die linke Seite des Dreiecks. Siehst du das? Jawohl, zwei Dreiecke. Es wiederholt sich. Ja. Mhm. Und jetzt bringt diese Sequenz von diesen Ausschnitten, die immer größer werden nach vorne, bringt diese Tiefe hinein und diese Dynamik. Mhm. Es ist immer ein statisches Bild, es wird zur Dynamik. Mhm. Das Ganze ist in dem Dunkeln gehalten, mit den weißen Dingen. Und auch die Private Parts dieser Dame sind schwarz und die Dreiecke sind weiß. Also das bringt das Ganze wirklich in einen Dialog. Es braucht für dich mehrere von diesen Parametern, die erfüllt sind, damit es gut ist. Das sind jetzt wieder ganz viele Parameter, die erfüllt sind, damit das Bild richtig zum Tragen kommt. Mhm. Und auch mit viel Respekt für den Menschen, das scheint dir auch wichtig zu sein. Das haben wir bei Dorothea Lange schon gesehen. Ja. Respektvoll die Menschen darstellen und jetzt eben auch diese Frauenkörper. Oder der Western, das ist echt genial. Das ist jetzt typisch klassische Fotografie. Ich meine, wer käme auf die Idee, aus einem Peperoni ein künstlerisches Werk zu machen? Ja. Aber eben, das braucht auch wieder die Idee, wie man diesen Schwung, der inhärente Schwung dieser ist eine Frucht oder ein Gemüse? Gemüse. Ein Gemüse hinein rettet, indem man beispielsweise schon unten die Schale nach mir hineinwindet, wo der Schwung drin ist, oder? Und dann akzentuiert man es mit dem Licht und dann der Winkel, es sieht hinten ja aus wie ein Frauenkörper wieder oder zwei Körper und so weiter. Das ist alles. Das ist alles Polarität. Also Standortbestimmung ist ebenfalls sehr entscheidend, dass man den richtigen Ort findet, zum richtigen Zeitpunkt abdrückt, sobald das Licht von der richtigen Seite kommt, damit es wieder ausbalanciert ist. Auch hier sieht man den wunderschönen Schwung der Treppe. Genau, hell das Gegenlicht, wie es abgestützt ist unten, die Vertikalen mit den Vertikalen, dann die Horizontalen, dann die Tiefe und so weiter. Es zieht einem richtig hinein. Und es ist, die Balance dazu ist auch gegeben, es ist ausgewogen, es stimmt. Hier ein ausgewogenes Familienpicknick, man könnte sagen, es ist ein Schnappschuss, deiner Meinung nach aber nicht? Ja gut, Cartier-Bresson war immer, wie Alberto gesagt hat, der Meister des Momentes. Das kommt in diesem Bild nicht so wahnsinnig zum Tragen. Man sieht zwar, dass er gerade ein Bein einschenkt und dass sie gerade irgendein Gückeli, Spiersli bricht und die andere Dame hat auch etwas gerade abgebissen. Es ist aber die Konstellation, wie die Leute angeordnet sind, wieder der Standortbestimmung, also wo er steht, im Gegensatz zu dieser Ruhe im Hintergrund, also das Steile und das Flache, das ist der große Dialog, plus ganz viele weitere Punkte, die absolut immer polar sind, oder wenn man das genauer anschaut. Wenn ihr das mit der Brille der Polarität anschaut, dann beginnt das Bild unglaublich zu leben. Warum ist das Bild von Marilyn so besonders? Es gibt ja hunderte von Bildern von ihr. Auch das Vorhergehende möchte ich nachher noch nachholen, weil sie ist in diesem Moment, als das aufgenommen wurde, war sie am tiefsten Punkt ihres Lebens. Da war sie total depressiv, erschöpft, hoffnungslos, aber ein Weltstar. Und Avedon hat es hingekriegt, dass er sie überhaupt fotografieren konnte. Das ist irgendwie, Alberto auch sagt, das ist manchmal nicht das Einfachste, dass man überhaupt das Objekt bekommt. B, im Glitter. Sie ist eine Person der Glitter World, also hat sie das angehabt. Und das Glitter kommt zum Tragen, ihre Schönheit kommt zum Tragen, aber man sieht, sie ist völlig aufgelöst in der Trauer, in der Hoffnungslosigkeit und so weiter. Das ist auch ein großer Wurf für einen Künstler, dass das gelingt. Also ich zeige dir noch das Bild, das ich übersprungen habe. Das ist eines der wichtigsten Fotografen, eine der wichtigsten, sagen wir 10 Fotografien, würde ich sagen, des 20. Jahrhunderts, des ersten Teils des 20. Jahrhunderts, das ist ein Paul Strand. Das ist die Wall Street, also das Zentrum der Finanzwelt, wenn Sie so wollen. Und man sieht einerseits diese schweren Fenster, diese Architektur, diese erdrückende Architektur. Dann sieht man das Licht in der Straße und man sieht die Menschen in eine Richtung gehen mit den Schatten dazu. Das Ganze ist auch wieder etwas total Statisches, aber hat eine solche schöne, feine Dynamik drin, dass wenn man die Polaritäten anschaut, ist es absolut genial aufgebaut. Je länger man das Bild anschaut, desto mehr kann man es nicht mehr loslassen. Man vergisst es auch nicht mehr, wenn man es mal gesehen hat. Das sind Bilder, die sind derart stark in ihrer Gültigkeit, in ihrer künstlerischen Gültigkeit, dass sie einem nicht mehr, dass man sie nicht vergisst. Und weil sie etwas mit uns machen, ist es eben Kunst. Alberto, jetzt gib mal zu, überlegst du dir tatsächlich so viel, wenn du fotografierst? Ist das tatsächlich alles so geplant und aufgebaut mit diesen Bipolaritäten, oder machst du das tatsächlich jetzt instinktiv? Also ich habe natürlich eine riesen Bibliothek zu Hause, ich kenne alle Bilder und man lebt mit diesen Bildern, aber ich denke auch, was Kaspar sagt, schlussendlich kurz gesagt, ja, ein Bild muss vielschichtig sein. Ja? Also ich will auch in einem Monat oder in einem Jahr noch vor diesem Bild stehen und sagen, es ist ein geiles Bild, ja, und es berührt mich. Ja? Und das hat damit zu tun, dass es authentisch ist. Also alles, was wir hier gesehen haben, das sind wirklich authentische Bilder. Sie waren innovativ, das sind neue Sachen. Technisch gab es Sachen, Kleinbildkamera hier, dass er überhaupt so etwas fotografieren konnte, das war wichtig. Und ich glaube, das dritte wichtig ist ein gutes Handwerk. Also ich denke, wir sind auch Handwerker, also eine gute Fotografie soll auch gut hergestellt sein. Ja. Und man soll vielleicht auch etwas verdienen damit? Wie kann man denn den Wert einer Fotografie definieren? Oder wie weißt du, wie teuer ein Bild von dir ist? Wie weißt du, für wie viel es weggehen kann? Du hast nämlich vorausgesagt, ganz am Anfang, dass die Fotografie einmal sehr, sehr teuer werden kann, für 1 Million sogar weggehen könnte. Warum hast du das gewusst? Also ich habe den Markt natürlich, den künstlerischen Markt sehr genau verfolgt. Ich habe damals gesagt, die erste Fotografie, die über 1 Million geht, die ist vor dem Jahr 2000. Und es war, glaube ich, 1994 oder 95 schon, ich glaube mit den Glasperlen von Man Ray. Einfach weil ich den Markt sehr genau beobachten konnte an den Auktionen in New York und Paris und London und so weiter, die Fotografieauktionen. Und je mehr Fotografie als Kunst akzeptiert wurde und je mehr Leute Fotografie auch gekauft haben, desto mehr hat die Nachfrage das Angebot in die Höhe getrieben, also den Preis in die Höhe getrieben. Wie bestimmst du, wie viel Wert jetzt das einzelne Bild hat, warum das eine mehr, das andere weniger? Also das mache eigentlich nicht ich, sondern das macht eigentlich der Käufer. Jemand muss sich in ein Bild verlieben und sagen, das will ich. Ja? Dann kannst du sagen, ja, was ist es dir wert? Also willst du einen Mercedes oder einen Porsche kaufen dafür oder willst du lieber mein Bild kaufen? Ja? Und so nivelliert sich das irgendwann mal ein und dann kommt der Markt. Der sagt, also hat ein Bild für das verkauft, also das nächste wird nicht billiger sein. Und so kommt das Angebot mit der Nachfrage und ich habe jetzt das Glück, dass ich noch lebe. Und ich sage immer, kauft von lebendigen Fotografen, weil wir brauchen das Geld, um weiter produzieren zu können. Und deswegen... und wenn du dann nicht mehr sein solltest, wird das Bild an Wert gewinnen, weil du keine mehr produzieren kannst. Du kannst keine neuen mehr herstellen, genau. Das ist dann die limitierte Edition, die ist dann wirklich limitiert, weil es gibt einfach keine neuen mehr. Und am Ende entscheidet der Markt, ihr habt es gesagt. Apropos Markt, wir möchten euch ja jeweils auch neue Produkte auf dem Markt vorstellen, dazu kommen wir gleich. Ich möchte mit euch dann noch weiter diskutieren über die Fotografie, wie sie sich auch entwickelt hat, über die Geschichte, über die Zukunft, aber das nach einer kurzen Pause und dann sprechen wir über die neuen Produkte. Aber jetzt schon mal einen ganz herzlichen Applaus für euch beide und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück bei Image Campus. Wir möchten ja auch eure Arbeit ein bisschen erleichtern. Vielleicht seid ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Fotoapparat. Stefan Weiss, du kennst Canon in- und auswendig, weil du auch selber damit fotografierst. Du unterrichtest auch im Auftrag von Canon. Du bist Inhaber einer Kommunikationsagentur, also eigentlich der bestmögliche Promoter. Also promote mal. Warum sollte jemand, der eigentlich mit einer großen Kamera arbeitet, auf die EOS M50 zurückgreifen? Du sagst es eigentlich schon ein bisschen, eben unter anderem auch wegen der Größe. Die Kompaktheit dieser Geschichte hier, der EOS M50, die wir hier sehen, ist auch ein bestechendes Argument. Ich war heute auf einem kleinen Fotoshooting für eine gute Freundin von mir und sie ist gerade schwanger und es ist heute 35 Grad, irgend sowas rum draußen. Und wenn ich die große Ausrüstung mitnehme, dann habe ich eine Tasche mit 2, 3 Objektiven, wird das schnell mal so richtig groß und auch 6, 7 Kilo schwer. Dann währenddem das noch zu tragen und dann noch zu fotografieren, ist einfach relativ umständlich. Und wenn ich das so klein machen kann und trotzdem eigentlich sehr genau kontrollieren kann und sehr genau arbeiten kann mit zum Beispiel dem Fokus, dann ist es sehr angenehm. Also deine Freundin ist natürlich auch glücklich über schöne Bilder und wenn das Baby im Bauch strampelt und sie zuckt und ruckt, kannst du trotzdem dank dem Autofokus scharfe Bilder schießen. Genau, es ist eigentlich so, dass der sehr präzise arbeitet, sowohl im Foto als auch speziell im Film. Also auch wenn man ein Making-of damit machen möchte, ist es eigentlich sehr angenehm zu arbeiten. Das ist ein Dual-Pixel-Autofokus-System, das sehr gut nachzieht. Das Schöne daran ist, dass ich kann das jedem eigentlich in die Hand geben. Man kann auch einfach auf den Bildschirm drücken. Also das ist ein Touch-Autofokus und dann aber auch Touch-Auslösung. Also ich kann jedem die Kamera in die Hand geben und der löst es praktisch so aus wie ein Handy. Und das ist eigentlich ganz einfach zu bedienen. Ah, super. Aber. Und wo wird die EOS M50 vor allen Dingen verwendet? Also kann man auch Videos machen? Gute. Genau, also es gibt eigentlich ein starkes Interesse daran, denke ich jetzt mal, für die ganzen Videoblogger. Man kann die Kamera auch so gleich benutzen und so Videoblogging machen. Sie unterstützt 4K, sie ist super kompakt, es ist eine gute Qualität, die da rauskommt. Ich kann auch sogar High-Speed, Slow-Motion-Videos machen, das sind noch lustige Effekte erzielen. Oder auch zum Beispiel in der Landschaftsfotografie ist es etwas, was toll ist, weil man dann halt auch die ganzen Berge hochgeht und vielleicht nicht das ganze Gepäck mitnehmen möchte. Also nochmal zusammengefasst, wer kauft sich so eine Canon EOS M50? Es ist schlussendlich eine Kamera für jedermann. Also sie ist so einfach zu bedienen, um einzusteigen, wenn man loslegen will. Man kann aber auch sehr ganz genau die Dinge kontrollieren. Also es ist da auch wirklich für jede Klasse von Leuten. Ich habe es jetzt mir einfach gekauft als Zweitkamera, als Making-of-Kamera, sozusagen jemand, der sich damit beruflich beschäftigt, genauso wie jeder, der eigentlich einfach loslegen möchte. Und wie sieht es mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis aus? Ja, das ist sehr interessant eigentlich bei der Canon. Die ist wirklich für das, was sie kann, ist sie eigentlich sehr, sehr gut gepreist. Und trotzdem tut es weh, wenn die Kamera auf den Boden fällt und nicht mehr funktioniert. Und da kommst du ins Spiel, Roger. Ihr Jungs von links, ihr habt nämlich die optimale Versicherung, zum Beispiel für Fotoapparate, geschaffen. Erzähl uns doch mal, wer ihr seid, was euch so besonders macht und warum die Fotografen genau auf dieses Produkt gewartet haben. Danke vielmals für die Einführung, hast du sehr gut gemacht. Wir sind eigentlich alles Versicherungsleute. Wir sind 4 Leute von der Generali. Wir haben ein Produkt in der Generali kreiert und Generali hat uns die Möglichkeit gegeben, ein internes Startup zu gründen. Es geht dabei eine Gegenstandsversicherung. Das Ganze ist jetzt aber so, wir haben gesagt, gut, es ist eigentlich sehr gut für die Fotografen, weil ein Fotograf, der liebt sein Equipment. Da ist eine emotionale Bindung, es macht durchaus Sinn, bei den Fotografen zu starten. Du hast bei uns die Möglichkeit, ein kostenloses Profil zu machen, all dein Equipment reinzunehmen und nur dann, wenn du die Versicherung wirklich brauchst, diese einzuschalten. Wenn du nach Hause kommst, kannst du sie wieder ausschalten. Als Beispiel, ich war im Urlaub 2 Wochen, ich habe ein Body mitgenommen, ich habe noch 2 Objektive mitgenommen und mein Handy und mein Laptop. Ich konnte das während der Zeit versichern. Als ich nach Hause kam, habe ich es abgeschaltet und es wurde automatisch Ende des Monats abgerechnet über die Kreditkarte. Dann der zweite Punkt ist, wir sind fair. Ich weiß, jeder sagt, man ist fair, jede Versicherung. Es ist so, dass Versicherungsgesellschaften oftmals versuchen zu sparen und wo macht man das am besten? Im Schadenfall. Man sagt mal, vielleicht der Schaden ist nicht gedeckt oder was auch immer. Das ist definitiv nicht unser Ziel. Wir rechnen Ende des Jahres ab, wie viele Schadenfälle haben wir eingerechnet, wie viele haben wir ausbezahlt, und der Überschuss, der wird an einen gemeinnützigen Zweck gespendet und unsere Kunden wählen aus, an wen. Wow. Und der dritte Punkt, wir sind einfach. Das sagen auch alle, aber es ist effektiv so. Ich habe vorher schon im Produktmanagement gearbeitet und wir haben immer versucht, einfach zu sein. Dieses Mal haben wir es sogar hinbekommen, dass die Versicherungsbedingung auf 2 Seiten ist und dass die jeder lesen kann. Und jetzt sagst du noch, warum die Fotografen auf uns gewartet haben. Das ist eigentlich klar, wir sind einfach cool. Sehr, sehr cool. Ja, das glaube ich dir. Es klingt auch so, dass ihr wirklich sehr kundenorientiert gearbeitet habt. Im Unterschied zu vielleicht anderen Versicherungen. Genau, wie ich schon gesagt habe, ich habe am Produktmanagement schon mal gearbeitet. Im Normalfall eine Versicherung, die baut den Rolls-Royce. Die baut das, was sie denken, der Kunde braucht. Es geht über Jahre hinweg und es kostet Unmengen an Geld. Und dann geht es auf den Markt, bevor man noch einmal mit dem Kunde gesprochen hat. Und dann kauft es niemand. Bei uns ist es anders. Wir haben von Anfang an mit dem Kunden gesprochen, das mal in einem minimalen Produkt entwickelt und sind auf den Markt. Und jetzt entwickeln wir das stetig weiter, und zwar nur auf die Feedbacks von unseren Kunden. Als Beispiel, etwas, was als nächstes kommen wird, ist, dass du deinen Versicherungsschutz planen kannst. Wenn du zum Beispiel auf eine Reise gehst oder ein Fotoshooting hast, kannst du sagen, vom 15. Juni bis zum 20. Juni bin ich weg und ich habe dieses Objektiv, dieser Body, mein Handy und mein Tablet noch mit dabei, und es geht dann der Versicherungsschutz automatisch ein und aus. Ist aktuell noch nicht da, aber das ist ein großer Wunsch, der unsere Kunden gesagt haben. Das können wir uns auch live anschauen. Genau. Du sagst, das ist sehr einfach und geht auch alles schnell. Also machen wir das mal live. Versuchen wir es. Ja. Das ist unsere Webseite. Wird alles schön erklärt. Das gehe ich jetzt mal runter. Jetzt nehmen wir vielleicht gerade diese Canon EOS M50. Genau, M50. Und da haben wir sie schon. Und dann sieht man gleich den Preis für die Versicherung. 20 Rappen pro Tag. Da habt ihr euch nicht getäuscht? Nein, da haben wir uns nicht getäuscht. Gut. Wir können dann weitergehen. Wenn es weitergeht, kann man sich registrieren. Ich kann vielleicht kurz sagen zum Registrieren, das ist einzig und allein die Adresse, die E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ein Passwort. Mehr braucht es nicht. Keine komischen Fragen zu dir persönlich. Ich mache das jetzt nicht, damit es schneller geht, nehme ich gleich mein persönliches Profil. Also man muss auch keine Passkopie oder sowas einschicken? Nein. Wichtig ist nur, dass du in der Schweiz wohnst. Und uns ist auch extrem wichtig, dass wir den Kunden vertrauen, weil wir wollen das Vertrauen zurückgewinnen. Das ist ein bisschen ein Problem, was die Versicherung oft hat, dass die Kunden halt, oft den Versicherungen nicht trauen und dann halt dementsprechend auch bescheißen oder einen Schaden angeben, der kein Schaden wäre. Und das wollen wir eigentlich umgehen. So, dann hast du hier deine Gegenstandsliste. Man sieht jetzt schon, die Canon EOS ist da oben und es kostet dich alles noch nichts. Ist alles noch gratis. Okay. Jetzt gehe ich heute raus, ich nehme die Canon EOS mit und vielleicht nehme ich noch das DJ Osmo mit und ich sehe, okay, das kostet mich 25 Rappen. Ich bestätige und ab dem Zeitpunkt ist es versichert. Für wie lange? Bis du wieder nach Hause kommst und es ausschaltest. Wow, unmittelbar. Genau. Mhm. Also für das Mindeste ist aber 24 Stunden. Es ist einfach so, nein, das ist nicht das Mindeste, es ist einfach so, die Prämie ist immer auf den Tag gerechnet. Mhm. Aktuell muss man halt daran denken, dass man das auch ausschaltet. Mhm. Okay. Genau. Und wenn ich ein Equipment zum Beispiel ausleihe von einem Freund, ist es dann auch versichert? Überhaupt kein Problem, das interessiert uns eigentlich nicht, ob das dein Equipment ist oder das, was du ausgeliehen hast oder gemietet. Als Beispiel, wenn ein Fotograf eine Ausrüstung mietet bei einem bekannten Vermieter, kann die Ausrüstung reinnehmen, Versicherung einschalten, es ist versichert. Und was passiert dann im Schadenfall? Wird mir der richtige Preis zurückbezahlt oder einfach nur ein Zeitwert ausgerechnet? Das ist auch ein Punkt, den ich vorhin nicht erwähnt habe. Bei uns ist es echt so, man hat eine Neuwertversicherung. Neuwert heißt der Wert, auf dem es aktuell auf dem Markt erhältlich ist. Das ist bei vielen anderen Versicherungen auch so. Der Unterschied ist der, wenn man eine normale Versicherung macht, dann hat das vielleicht, diese Kamera hat vielleicht 1800 Schweizer Franken wert. Man bezahlt die ganze Zeit eine Prämie für diese 1800 Franken. Nach 4 Jahren ist sie Neuwert auf dem Markt noch für 1400 Franken. Im Schadenfall bekommt man dann auch 1400 Franken. Bei uns ist es so, wir updaten unsere Datenbank jeden Monat und der Wert verhält sich dementsprechend auch so und der Kunde bezahlt auch nur für den aktuellen Wert. Er bezahlt nicht über die Jahre immer die gleiche Prämie, sondern er bezahlt das, was er dann wirklich zurückbekommt. Also im Grunde genommen bezahlst du nie mehr zu viel für deine Versicherung. Da sind jetzt alle im Ausland ein bisschen enttäuscht, dass es das im Moment nur in der Schweiz gibt. Aber ich denke, ihr arbeitet mit Hochdruck daran, das für alle dann anbieten zu können. Vielen Dank, dass ihr beide heute hier wart. Und natürlich einen Riesenapplaus für dich, Roger Schüber und Stefan Weiss. Danke. Wenn nichts Unerwartetes passiert, dann fängst du es ein. Das perfekte Bild. Dann hat es sich gelohnt, dass du so früh aufgestanden bist und den langen Aufstieg auf dich genommen hast. Aktiviere deine Versicherung mit einem Klick. Nur so lange, wie du sie brauchst. Und Schäden meldest du genauso einfach. Willkommen zurück, Kaspar Fleischmann, Alberto Venzago und Seya Eggler. Wir möchten jetzt nämlich in dieser zweiten Runde mit meinen Gästen diskutieren über die Geschichte und die Entwicklung der Fotografie. Und deswegen haben wir Seya dazu genommen als jungen Repräsentanten. Du garantierst uns eigentlich den Nachwuchs mit 16. Also ich hoffe, du möchtest noch einige Zeit fotografieren. Natürlich. Schön. Sicher. Und wie bist du auf die Idee gekommen zu fotografieren? Also es hat eigentlich angefangen, ich habe früher sehr viel eigentlich Videospiele gespielt, also durchgehend, also vor der Schule, nach der Schule und dann von einem auf den anderen Tag habe ich nur noch fotografiert bzw. gefilmt und dann habe ich mir die erste kleine Actioncam für ca. 60 Franken zugetan und dann von den GoPro-Videos, die von Extremsportlern gemacht wurden, wurde ich inspiriert, auch etwas in diesem Bereich zu machen. Zuerst mit so Skateboard-Videos und dann hat sich über Instagram habe ich das dann hochgeladen und hat sich so entwickelt, dass immer mehr Leute gesehen haben. Dann habe ich mir erst die Fotografie gewechselt und dann sind täglich neue Zuschauer dazugekommen und ja, heute lade ich täglich Bilder hoch und es sind immer mehr Leute. Und du hast dich dann nachträglich dazu entschieden, auch eine Lehre in diesem Bereich zu machen? Genau. Ich habe mir aus dem Grund, dass ich sehr, sehr gerne in der Fotografie tätig bin, die auch eine Lehre in diesem Bereich gesucht, was sehr wenig momentan der Fall ist. Oder dann angeboten wird. Genau. Okay. Und dann habe ich den Fotofachmann gesehen und dachte, wieso nicht? Schön. Genau. Und was zeichnet deine Fotografie aus? Du hast uns auch einige Bilder mitgebracht. Schauen wir uns da gleich das erste an. Mhm. Was kannst du uns dazu erzählen? Also es zeigt, ich will immer mit den Bildern ein wenig Freiheit zeigen, was jetzt hier definitiv der Fall ist. Wirklich ganz allein in den Bergen und die Natur genießen, das auf jeden Fall. Und das bist nicht du da vorne, sondern du hast es fotografiert. Genau, ich schaue immer darauf, dass nicht ich, das Bild machen kann. Mhm. Und das ist jetzt ein Kollege von mir, weil ich immer mit Kollegen unterwegs bin oder mit Kollegen und dann immer entweder campen gehen oder wandern oder klettern und alles mögliche oder Mountainbiken jetzt seit Neuestem. Also das ist für dich eine gute und wichtige, notwendige Kombination, dass ihr Abenteuer erlebt und das gleichzeitig fest. Ja genau, also es ist erstmal gut, ich kann viele Sachen erleben, ich kann wandern gehen, klettern, das hat sich alles dadurch ergeben und dabei kann ich das alles sehr, sehr gut festhalten. Mhm. Und das sagt mir sehr zu. Ja. Und mit was arbeitest du? Du hast schon die GoPro erwähnt, du hast aber auch Drohnen. Genau, zum Beispiel mit der Drohne oder auch mit meiner Olympus. Mhm. Ich bin seit gut 1,5 Jahren von Olympus unterstützt bzw. gesponsert und fotografiere eigentlich praktisch alles mit der und filme natürlich auch. Mhm. Und wie stark bearbeitest du deine Bilder oder warum sind deine Bilder so besonders? Oh, das ist schwierig zu sagen. Bilder kann jeder machen, wieso meine so besonders ist, kann ich auch nicht sagen. Es spricht die Leute jedenfalls zum Teil an. Genau, und von der Bearbeitung her, es ist immer eine Grundbearbeitung da. Sicher eine Retusche ist sehr selten vorhanden, also ich mache nichts weg, was eigentlich da sein sollte. Zum Beispiel, wenn ein Wegweiser da ist, dann retuschiere ich ihn weg, weil der ist natürlich noch nicht da. Oder so, genau. Und sonst ist einfach eine Bildoptimierung. Also ich glaube, das Besondere an deinen Bildern ist, dass sie überhaupt entstehen, weil jemand eben sehr sportlich sein muss oder ein Abenteurer sein muss, damit er überhaupt in diese Landschaften oder diese Situationen kommt, um dieses Bild herzustellen. Genau, das ist auch eines meiner Ziele, im Gegensatz zu anderen Fotografen. Ich möchte an die Orte gehen, da nicht alle anderen gehen. Mhm. Zum Beispiel das Matterhorn hat jeder schon gesehen, mhm, aber ich möchte es zum Beispiel hier. Genau, möchte ich es auch entweder anders ablichten oder einfach einen anderen Weg suchen, von einem anderen Winkel. Mhm. Oder zum Beispiel hier auch an der Winkel von einem sehr berühmten See, das ist der Kertesz-See, mhm, in Graubünden. Mhm. Und da habe ich mit der Drohne von oben abgelichtet. Und was halt nicht jeder kann, weil nicht jeder hat eine Drohne. Und zum Beispiel, wenn ich auf einen Berg gehe, der viel Arbeit braucht zum Hochkommen, also klettern muss, das ist natürlich etwas Spezielles, als wenn man mit der Bahn irgendwo hingeht und dann von da aus fotografiert. Oder hier mit dem Helikopter. Sind die Bilder echt, also die Farben echt? Ist der See tatsächlich so grün? Der See ist tatsächlich so grün. Ich will es sogar zum Teil sogar noch einfach komplett anders, weil zum Teil nehme ich auch Sättigung raus, weil einen speziellen Bildlook entstehen, also wer einen Bildlook machen möchte. Mhm. Kaspar, jetzt haben wir dich als Experten hier. Hat Seya Talent und wenn ja, warum? Er hat extrem Talent. Erstens mal muss ich sagen, Farbfotografie ist bedeutend schwieriger als Schwarz-Weiß-Fotografie, weil es kommen einige Elemente dazu und nicht weniger, sondern dazu, die man handeln muss. Er macht das hervorragend und zwar genau so, wie es sein muss in der guten Farbfotografie. Er reduziert so gut er kann. Also wenn ihr gesehen habt, die meisten der Aufnahmen hier sind fast ein bisschen monochrom. Sie haben 2, 3 Farben, mhm, und sind großflächig relativ monochrom. Es hat 1 oder 2 Aufnahmen gehabt, die mehrere Farben haben, aber die sind dann so aufgeteilt und abgestuft, dass sie miteinander in Harmonie sind. Mhm. Aber das ist wirklich ganz wichtig. Und das Zweite, wo er gesagt hat, er wisse nicht, warum die Leute es so gern haben, mhm, das ist eben wieder, weil er das Auge hat. Seine Aufnahmen haben eine innere Kohärenz, sind abgegrenzt, haben das Essentielle, das herausgehoben wird unterstützt durch die Umgebung, sein Standort. Er hat das polare Sehen, sagen wir mal so. Dann fragen wir auch jemanden, der dieses Sehen hat. Berühren dich Seyas Bilder, Alberto? Ja, ich finde das großartig. Also erstmal 16, das, mhm, denke ich, was, mhm, habe ich mit 16 gemacht? Das ist schon unglaublich, ja. Aber er hat wirklich einen Blick und ich denke auch einen Blick fürs Dramatische. Mhm. Also das erste Bild zum Beispiel, da trifft Gletscher, diese Figur, die du da, würde ich sagen, am richtigen Ort platziert hast, Weite, Größe, Tiefe, das evoziert sehr viel in mir an Emotionen und ich denke, das ist ja, was Fotografie schaffen sollte. Mhm. Emotionen schaffen, ja. Jetzt kann ich dich natürlich auch fragen, haben dir als jungen Menschen die Fotografien von Alberto auch gefallen oder diejenigen, die klassischen, die Kaspar mitgebracht hat? Sagt dir das etwas? Das ist extrem, weil momentan solche Sachen sieht man nicht oft, öfters. Also es sind spezielle Sachen, die geschehen sind. Zum Beispiel hier der Gletscher zum Beispiel ist auch etwas, das irgendwann weg sein wird. Okay. Und dann will man auf diese Sachen zurückblicken und das reizt mich auch sehr an diesen Aufnahmen, welche fotografisch gesehen, aber auch von geschichtlichen her gesehen, beziehungsweise in diesem Bereich gesehen, sehr spannend ist. Also wenn jemand aus dem Jahr 3000 dann eure Fotografien findet, dass er dann weiß, was einmal war. Genau, das wird ja auch derselbe Fall sein dann. Mhm. Und das fotografisch gesehen und jetzt von der Geschichte sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Kaspar, kannst du überhaupt diese Fotografien auch als Kunst bewerten? Kannst du mit digitaler Fotografie als Kunst überhaupt etwas anfangen? Du, derjenige, der vom Analogen noch herkommt und die analoge Fotografie kennt, ist das für dich auch Kunst? Ja, ich muss die Frage ein bisschen differenzieren. Mhm. Aus Sicht des Herstellens ist es Kunst, Weil ob es das digital oder analog fotografiert wird, wenn jemand so sieht, ist es ein Treffer. Mhm. Vom Markt her gesehen oder vom Sammler her gesehen, fände ich es schön, das habe ich auch propagiert vor vielen Jahren, dass man das differenzieren würde. Das eine heißt Fotografie, das andere heißt Digigraphie. Mhm. Nicht abwertend, aber einfach zum Sagen, das ist eine digital hergestellte Fotografie, sagen wir mal, den nenne ich Digigraphie, damit der Käufer weiß, das ist ein anderer Träger, es ist anders hergestellt, der Künstler war nicht im Labor, sondern er war am Computer und das ist einfach, wäre eigentlich marktkonformer oder gerechter, sagen wir mal so. Mhm. Aber beides ist Kunst. Und dich, Alberto, hat die digitale Fotografie ja unglaublich bereichert. Wir haben gesehen, wie stark du damit auch experimentierst und sie nutzt. Ich meine, ich bin analog aufgewachsen und das heißt, du hast so ein Ökonomiebedürfnis. Du weißt, ich habe 12 Bilder auf einer Hasselblad, da musst du Magazin wechseln. Also musst du schon denken, ist es das Bild wert? Du bist unterwegs. Ich war 3 Monate in Afrika, 80 Filme im Rucksack, jeden Tag irgendwas Spannendes sehen, da musst du schon wissen, geht's noch oder geht's nicht. Ja? Heute habe ich Speicherkarten, da kann ich 2.000, 3.000 Bilder schießen und es ist eigentlich gleich. Ja? Deswegen, also ich bin froh, dass ich diese Zeit mitgemacht habe, diese analoge Fotografie, aber ich bin auch irgendwie begeistert zu sehen, was er macht von diesem Blickwinkel. Aber unterdessen fotografieren wir digital, aber ich kann zum Teil auch wieder Negative herstellen und wieder Barritabzüge machen. Das heißt, ich mache eigentlich den Weg, den ich früher gemacht habe, wieder rückwärts und habe schlussendlich auch wieder ein analoges Bild, das unter Sammlern zum Teil mehr Wert hat. Das Bild ist nicht anders, es ist nicht besser, es ist nicht länger haltbar, aber die Sammler, die funktionieren nicht intellektuell, sondern das ist eine Emotion und deswegen bedient man heute eigentlich beide Felder. Und wer denkt, dass Seya keine Ahnung hat von analoger Fotografie, täuscht sich. Auch du weißt, wie das funktioniert. Benutzt sie auch? Kann man auch eine analoge Fotografie auf Instagram stellen? Natürlich, also sobald man es digitalisiert hat, kann man es auf Instagram so stellen, so viel man möchte. Das machst du auch? Genau. Ich habe zum Teil, also nein, praktisch immer die kleine Rolei 35T dabei. Das ist eine sehr kleine Kamera. Und erstens mal der Look dieser Kamera gefällt mir sehr. Und deshalb habe ich sie immer dabei und mache von jedem Ort zum Beispiel einfach ein Bild. Wenn ich mit der digitalen da vielleicht hunderte Bilder mache. Das ist ein großer Unterschied. Also es ist schön zu sehen, aus alt mach neu, aus neu mach alt. Es ist alles möglich in der Kunst. Ihr habt uns das ganz schön dargestellt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und uns so belehrt habt und bereichert habt mit eurem Wissen. Vielen Dank noch einmal. Ein Riesenapplaus für euch. Das war's schon wieder für heute. Wir werden schon bald für euch neue Themen bereit haben. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und bleibt im Bilde.